So, liebe Freunde, hier sind wir wieder zurück zur mittlerweile fünften Folge Heiliger Bimbam. Da sind wir schon ganz schön weit. Starten wir gleich mal. Ohne Vorbehalte, gleich rein in das Spiel. Wo waren wir denn? Oh, unsere Hühner, Mensch, was ist denn da los? Die ganze Hühnerklicke hier. Guckt doch mal, wie schön das ist. Also, ich habe gestern Abend auch mal überlegt. Also, jetzt erklärst du mir mal bitte, wie du hier rauskommst. Erklär mir das mal bitte. Du kommst mal schön mit. Hierher. Hierher. Und ihr bleibt da drinnen. Und wehe, hier geht einer raus. Kann auch wohl nicht wahr sein. Altes Ausbruchhuhn, ja. Da legst du vor Schrecken Ei. Nuckelei! Mann, 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 Mann. Was für ein Tag heute. Also so ereignisreich. Unglaublich. Oh, Sun is going down. Was machen wir denn da? Naja, da gibt es ja nur eins. Schlafen gehen. Nespa? So. Ich bin schon relativ zufrieden mit dem, was wir hier gemacht haben. Also auf jeden Fall kommt hier noch ein Dach drauf. Gestern vorm Schlafen gehen nochmal so überlegt, aber das kann auf keinen Fall so bleiben. Hier muss noch so ein schönes Dach drauf, wo wir dann oben alles lagern, wie gesagt, und so weiter und so fort. Was wir jetzt in dieser Folge machen werden, ist... Ja, ihr werdet es gleich sehen. So. Dazu müssen wir aber erstmal nochmal in die Mine, glaube ich, runter. Es wird noch ein bisschen boring für euch, aber ich möchte nicht alles offline machen, sondern ich will euch schon daran teilhaben lassen, wie ich hier alles baue, wie ich hier alles abbaue, um halt zu den Rohstoffen zu gelangen. Gut, na dann, legen wir uns mal schlafen. Gut, wieder wach. So schnell geht das. So, dann haben wir auch gleich wieder Glas hier drin, was wir gleich mal wieder in unserem Hühnerstall investieren werden. Mal gucken, wo wir hier schon fertig waren. Genau da. Nice one. So, hier waren wir auch schon so weit durch. Zack, 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 zack. Hier müssen wir noch in die Ecken jeweils ein. Ach, halt. Halt, wir hatten ja ein bestimmtes System. So einfach ist das ja auch nicht. Zack. Das war so, dann müssen wir das so machen. Genau. Und dann müssen wir. Jetzt liegst du da oben oder was? Mann! Da ist es. Gut. Ihr seid ganz schön neugierige Chicks. So, hier dann auch in die Richtung, damit wir halbwegs gleich sind. Und dann bauen wir noch so ein kleines, wenn man sagen will, Fensterkreuz hier zwischen. Und schon haben wir ein relativ schönes Dach. Also ich finde es ganz nett anzusehen. Ja. Oh, hier fehlt natürlich noch was. Jetzt haben wir natürlich nichts mehr. Wo sind denn die ganzen Hühner? Ach, da hinten. Jetzt haben wir natürlich kein Glas mehr. Das werden wir auch gleich ändern. Ich will das fertig machen. Ich will wenigstens das erste Dach fertig machen, um dann weiterarbeiten zu können. Schmeiß mal noch mal ein paar Hühner in den Club. Eier in den Club. Schmeiß die Eier in den Club und schreit Bau, Bau! Nichts kommt raus. Dann sammle ich gleich noch mal die ein, bevor wir weitermachen. Nischt. Nischt. Keine befruchteten Eier. Sehr schade. Pferde, Pferde überall. Ja, das ist ein Pferdestall. Wie machen wir weiter? Wir bauen uns nochmal einen Ofen daneben, weil ich denke, dass wir den jetzt brauchen. Vielleicht brauchen wir auch noch mehr Öfen. Ich gucke mal, ob wir hier noch Steine drin haben. Natürlich nicht. Wir nehmen uns mal die Hälfte hiervon und klatschen das mal hier rein. Und ich hole mal von unten ein paar Steine. Haben wir hier noch vielleicht? Nee, das hat man ja rausgenommen. Genau. Ja, genau, das dachte ich mir auch.
Und was ist hier? Hier haben wir noch Kohle, sehr gut. Okay. Überlege schon, ob wir noch ein bisschen Strip minen hier unten oder nicht. Ich würde sagen, wir nehmen uns erstmal Bruchstein mit. Das war hier auch noch nicht voll. Gut. Ich würde gern hier erstmal noch ein bisschen mehr Platz schaffen. Zack, zack, zack. Vielleicht finden wir hier auch gleich was, was wir gleich mit verwerten können. Ach nee, Montag ist immer so ein Tag. Mann, Mann, Mann. Da haben viele dann auch den Drang, was vom Wochenende zu erzählen. Und da erzählt ja jeder was vom Wochenende. Und irgendwie kommst du gar nicht mehr richtig zu deiner Arbeit, sondern du hast den ganzen Montag damit zu tun, den Menschen zuzuhören, was sie so am Wochenende gemacht haben. Naja, auch mal schön. Abbauen, abbauen, abbauen. Irgendwo muss hier eine Höhle sein. Ich höre die ganze Zeit Fledermäuse und ab und zu auch mal ein Skelett und ein Zombie. Mal sehen. So. Wisst ihr was? Jetzt habe ich wieder nicht geguckt, wie lange wir hier aufnehmen müssen. Zack, 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 zapp. Ja, wir werden hier mal ein bisschen Platz schaffen, damit wir dieses Strip Mining hier unten ordentlich betreiben können und nicht gleich nach zwei Schächten wieder fertig sind. Das wäre sehr schade. Ja, und in der Mitte hier von den gegenüberliegenden Schächten machen wir direkt immer gleich so kleine Lager, wo wir unsere Rohstoffe sammeln. Also vorwiegend die, die wir nicht brauchen. Sowas wie Cobblestone, vielleicht Granit, etc. Mal sehen. So. Was war das denn gerade? Das finde ich immer ganz witzig. Da sieht man den Himmel. Aha. Also wie auch immer sowas kommen kann, Minecraft gibt es schon seit nunmehr fast 8 Jahren und dieser komische Fehler, wo auch immer hier, dieser komische Fehler, der ist schon immer da. Der wurde noch nie behoben. Noch nie. Crazy. Naja, wer weiß, woran es liegt, steckt man nicht drin in den Entwicklerköpfen. Und deswegen möchte ich mir auch wenig ein Urteil darüber erlauben, aber es ist schon strange irgendwie, dass so manche Sachen werden sich halt auch nicht, also scheinen sich nicht zu ändern in Minecraft. So, jetzt sieht das hier unten noch schon viel schöner aus. Vielleicht erweitern wir den Raum auch noch, sodass das Lager halt nicht so gedrängt aussieht, sondern so ein bisschen, ja, so ein bisschen weitläufiger ist. So, hier haben wir jetzt zwei, hier haben wir jetzt zwei. Sieht so ein bisschen ungerade aus, aber täusche ich mich einfach. Gut, dann gehen wir mal wieder hoch und werden mal sehen, was da so los ist. Ich habe was ganz Spezielles vor. Oh, geht aber ab, wenn ich ein Doppel-W drücke, dann rennt ihr aber die Treppen hoch, ne? Will mal sehen, was hier oben los ist, weil ich habe wirklich was. Hier sind schon sechs drin. Ich möchte jetzt einen Weg bauen. Dazu klatschen wir erstmal hier ein bisschen Erde weg. Der Weg soll meine ganzen Gebäude, die ich baue, soll der natürlich verbinden. So, wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5. Das ist perfekt. So, und dann hauen wir den erstmal hier weg. So, wenn wir natürlich unglaublich viel Erde klatschen und Erde ernten, die wir aber an anderer Stelle wieder einsetzen können. Das ist das Schöne. Also ich habe dann auch vor, die dann wieder in die Landschaft zu bringen. Nicht, dass wir alles flach haben und das sieht meistens nachher
ziemlich blöd aus, wenn wir alles auf einer Ebene haben. Ich habe auch schon an Terrassenfelder gedacht. Sieht auch immer ganz nett aus. Aber in ein bisschen, größerer Form. Ich will ja nachher noch Melonen sammeln, Kürbisse. Und da sehen nachher Terrassenfelder super aus. Schilf natürlich auch noch anbauen. Und so weiter und so weiter. Schilf muss man natürlich ein bisschen anders anbauen als die ganzen anderen Pflanzen, weil Schilf ja immer nur im Abstand von einem sozusagen, oder sagen wir mal, Schilf muss direkt ans Wasser gebaut werden. Und deswegen können wir nur zweier Abstände zwischen den Wasserrinnen sozusagen lassen. Dann will ich direkt hier zwischen, will ich auch einen Weg machen. Also müssen wir hier auch 1, 2, 3, 4, 5 gehen. Und 1, 2, 3, 4, 5. Das war falsch. Natürlich nur 4. Um hier den Weg um die Ecke zu bauen. Ich will natürlich nicht nur in eine Richtung die Straße oder den Weg bauen, sondern auch in zwei. Das will ich auch nicht so einfach machen, wie es halt so geht. Man kann das natürlich auch genau so machen, aber das möchte ich nicht. Ich würde es schöner finden, wenn man den jetzt so macht. Sieht das so ein bisschen, sieht ein bisschen schöner aus. 1, 2, 3. Machen wir erstmal bis zum Ende der Farm. Dann soll das nachher runterführen zu unserem Strandhaus. Jetzt haben wir natürlich keine Schaufel mehr. Die werden wir uns jetzt besorgen. Zack. Und zack. Schaufel muss her. Und ja, genau, soll zum Strandhaus runterführen. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das weitermachen. Also, ich habe eine super coole Idee. Und zwar dieses Monument da hinten. Dieses Unterwassermonument möchte ich gern trockenlegen. Und mit ein bisschen Trickserei möchte ich gerne die Wächter töten. Was heißt Trickserei? Also es ist halt eine Art, sich an Wächter anzunähern. Und zwar einen Tunnel zum Unterwassermonument zu bauen. Und dann von da aus, um dann von da aus die Wächter besser bekämpfen zu können. Das heißt, wir kämpfen aus dem Tunnel heraus. Der ist ja nur, oder der wird dann nur 2x1 sein, also 2 hoch, ein breit. Und von da aus können wir dann die Wächter bekämpfen. Und das wäre cool, wenn das direkt in einer Flucht mit diesem Weg hier gehen würde. Das heißt, wir gehen von diesem Weg über das Strandhaus oder über die Strandhäuser. Ich weiß noch nicht, wie viel ich davon mache. Jetzt gehen wir erstmal schlafen. Wie unglaublich schnell das hier geht. Von dem Strandhaus, also von hier über das Strandhaus zu den Wächtern, werden wir dann einen Tunnel graben. Das wäre super cool. Unterwassertunnel. Oder Unterwassertunnel bauen. Nicht graben, sondern bauen. So, hier haben wir schon 24 Steine. Das wird aber nicht reichen. Deshalb werden wir mal hier ansetzen, um weiter zu graben. Um auf die nächste unterst gelegene Ebene zu kommen. So. Ja, das sieht jetzt erstmal langweilig aus. Wird aber nachher total schön. Ich werde dann an den Seiten auch noch so ein bisschen so Wegbegrenzung und Leuchten bauen, damit einem immer der Weg geleuchtet ist und Creeper so weit wie möglich wegbleiben, falls welche erscheinen. Bis jetzt, luckily, no Creeper in the near. Aber wer weiß, was noch kommt. Wir wurden bis jetzt ziemlich stark verschont und ich habe das Gefühl, dass das nicht immer so bleiben wird. So. Hier noch einmal so ein bisschen, dass es natürlicher aussieht. Und dann werden wir hier gleich nochmal die nächste Stufe machen. Dürfte dann auch fast auf Meereshöhe sein. Aber wir werden sehen. So. Zack, zack, zack. Eins zu viel.
Wir können noch eins runter. Einen können wir noch runter. Wir können noch viele runter. Da müssen wir nachher eine Treppe bauen, also so eine richtige Treppe. Ja, Mensch, wie war euer Dienstag bisher? Wow! Gerade habe ich noch von einem Creeper geredet. Schon steht der Sausack hinter mir. Oh Mann. Also, ich habe ihn, und ihr habt jetzt selber mitbekommen, ihr hört die Dinger einfach nicht mehr. Überhaupt gar nicht. Ich habe gerade nichts gehört. Gar nichts. Das macht die Dinger auch so vollkommen fies. Oh Mann, ich kack ab. Aber glücklicherweise leben wir noch. Es wäre schön gewesen, fünfte Folge. Mensch, One-Shot Andy, klasse bisher. Aber dann kabumm. Oh Mann, ja, war knapp, ne? Füllen wir das hier mal wieder auf. Oha, Freunde. Not bad. Wo kam der her? Und warum haben wir den nicht gesehen? Ich meine, hier ist, ja klar, hier ist alles grün, aber so wenigstens so andeutungsweise wäre cool gewesen. Wie dem auch sei, wir haben es überlebt. Oh Mann. Spannend. Ja, das wäre es dann gewesen mit unserem Let's Play, ne? Aber durchhalten, Freunde, durchhalten. Ich traue jetzt ja gar keinem mehr. So, wir werden mal hier gegenüber, damit das ein bisschen symmetrisch ist, werden wir hier auch ein bisschen wegklatschen. Aber nicht so, dass es unnatürlich aussieht, sondern dass es so in einer Flucht ist. So, ein bisschen weiter weg. So, zack. So, dass es so aussieht, als wenn das so sein soll. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Und dann arbeiten wir uns immer so peu à peu runter, um dann irgendwann bis zum Strand zu kommen unten. Jetzt werden wir wahrscheinlich erstmal ein bisschen durcharbeiten hier. Und hier wird es dann noch spannend mit den Treppen runter zum Strand. Und da habe ich mir halt so gedacht, da baue ich die vielleicht die obersten zwei oder die oberste Ebene erstmal noch ab vom Sand. Und dann werden wir da das Haus drauf bauen. Wenn ich noch nicht mit meinem Schuppen da oben fertig bin. Beim Hühnerschuppen. Ja! Auf jeden Fall erstmal schon anfangen. Ging noch relativ fix. Dachte jetzt nicht, dass ich da so schnell vorankomme. Okay, 53, 11 noch. Wir haben Glas. Ich hau erstmal das ganze Erdzeug hier rein. Zack, 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 zack. Zack. Gut. Oh, unser Getreidefeld sieht auch schon sehr gut aus. Ich lasse immer gern alle Pflanzen wachsen. Also bis die alle voll ausgewachsen sind. Und dann werden wir alles gleichzeitig abernten. Aber jetzt so zwischendurch ist Blödsinn. Dupdidu. Wie machen wir weiter? Genau, wir machen jetzt erstmal noch eine Schaufel. Entschuldigung, dass ich jetzt hier so hin und her gerannt bin. Wir machen uns gleich zwei Schaufeln, dann ist die Sache auch abgehakt. Zack. So. Naja, so ein Creeper wird uns nicht zum letzten Mal begegnen. Aber es wäre schon schade, wenn das uns genauso passieren würde wie gestern im Let's Play von Primal. Far Cry Primal. Mann, 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 war das spannend. Also erst kämpfst du da gegen diese Horde von Menschenfressern. Dann kommt plötzlich so ein Elch um die Ecke. Mal ganz von diesen komischen Rothunden und Mammuts, zu schweigen. Und dann zerfleischen dich irgendwann Wölfe. Also es war gestern unglaublich spannend. Hier ist es natürlich genauso spannend, weil hier ist ja das endgültige Ende der Welt
in Gefahr. Nicht in Gefahr, sondern in Aussicht, wenn wir sterben. Deswegen müssen wir hier besonders Acht geben. Ich habe gestern, das hat mich ein Kumpel gefragt, ich verstehe das irgendwie nicht, was ist denn im Hardcore-Mode so Besonderes? Dann habe ich ihm erklärt, worum es da eigentlich geht, dass wenn ich hier wirklich sterbe, dass die Welt weg ist. Nochmal so ganz deutlich erwähnt, wir, das Let's Play ist dann auch zu Ende. Ich mache dann auch nicht mehr weiter. Let's Play ist damit beendet, wenn die Welt weg ist. Und ich will dann auch einfach nicht mehr weiterspielen. Vielleicht spielen wir dann Minecraft in einer anderen Form. Weiß nicht, aber Hardcore-Mode ist dann für mich durch. Dann habe ich es wirklich zum letzten Mal probiert. Ich konzentriere mich hier unglaublich doll. Und versuche, das hier alles so ein bisschen in Einklang zu bringen. Das mit dem Creeper war eben vollkommen sinnlos. Ich hätte da echt gucken müssen. Aber manchmal ist das halt einfach so. Du siehst die Viecher nicht und ich versuche immer echt dran zu bleiben. Ja. Und sowas macht das halt einfach spannend. Dass du nie weißt, wann das Ding hier zu Ende sein könnte. Ich könnte hier auch einfach plötzlich in Lava fallen, weil ich irgendwas übersehe. Ne? So. Aber bis jetzt sieht es ja noch gut aus. Wir haben keinen großartigen Schaden genommen. Also alles schön. Schönipopöni. Jetzt müssen wir hier mal gucken, wie wir es machen. Hier auf jeden Fall erstmal wegklatschen. Ab hier. Tun wir mal so, als wenn das so natürlich da gewesen wäre. Und wir den Weg einfach nur in die Landschaft gehauen hätten, ohne was zu verändern. So, dann fangen wir mal hier weiter an. Zack, 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 zack. Ach ja, immer so nach der Arbeit so ein kleines Stündchen Minecraft ist auch nicht schlecht. Finde ich ganz nett. Hier wieder. Zum Glück haben wir noch eine Schippe. Guti, Knuti. Und dann wieder hier ansetzen. Ja, jetzt kommt schon das Stein. Zack, 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 zack. Wird erstmal ein bisschen boring hier, aber wir überstehen das schon zusammen. Unsere Steine da oben schon fertig sind, dann könnten wir schon mal anfangen, den Weg bis darunter wenigstens zu bauen. Okay, gut, die Steine sind schon mal fertig. Die packen wir mal hier, hier rein und bekommen dann auch 64 Steinziegel, aus denen wir erstmal Steinplatten machen, also Steinstufen. Und dann werden wir mal sehen, wie lange die reichen. 25, 22, machen wir mal so, zack, und die kommen jetzt in die Mitte des Weges, so, und zwar, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, und immer so weiter, und an den Rand kommen dann Ziegeltreppen. Gibt es überhaupt Ziegeltreppen? Ich glaube schon. Nicht, dass ich jetzt irgendeinen Blödsinn erzähle, ja. So, das wären unsere Ziegeltreppen an der Seite, aber jetzt machen wir erstmal die Stufen. So. Ich gehe ins Bett, bevor hier noch irgendwas passiert. Soli Doli. Jetzt gucke ich erstmal, ob hier irgendwo ein Creeper in der Nähe ist. Nein. Dann kann es ja weitergehen. Gut, haben wir es jetzt erstmal bis hierhin geschafft. Soll auch erstmal genügen, damit ich euch ungefähr zeigen kann, wie dieser Weg aussieht. So. Ritt, 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 ritt.
Okay, braucht man gar nicht mehr anwenden. So, haben wir jetzt erstmal 12 Treppen. Das ist natürlich nicht unglaublich viel, aber ich will es euch nochmal andeuten hier hinten. So wird das dann ungefähr aussehen. 1, 2, 3. Ja, so wird der Weg dann ungefähr aussehen. Der wird dann hier rumgehen und runter zum Beachhaus, also zum Strandhaus. Da können wir dann noch ganz entspannt in die Hühnerscheune gehen, beziehungsweise den Hühnerstall und so weiter und so fort. Dazu braucht man natürlich jetzt erstmal noch ein paar Rohstoffe, die unten in der Mine liegen. Das heißt Strip Mining, Freunde. Ich werde gleich mal, bevor hier unsere Spitzhacke kaputt geht, werde ich mal noch eine Steinspitzhacke mitnehmen, weil es immer mal sein kann, dass wir jetzt hier unten keine Kohle finden. Dupdidu. Zeig mir den Weg nach unten. So, Strip Mining, auf geht's. Ich hoffe, wir finden jetzt hier was. Und es könnte jetzt zwischendurch dunkel werden, wenn wir jetzt nicht sofort Kohle finden. Wäre schade, aber wäre nicht zu ändern. Vielleicht kann ich... Ich mach Holzkohle. Das ist doch Blödsinn. Ich mache Holzkohle und wir machen Fackeln aus der Holzkohle. Nee, Quatsch, andersrum. Weil sonst kommen wir hier nie voran. So. Wir warten jetzt noch mal ein bisschen, bis die Holzkohle fertig ist. Ich will jetzt hier auch nichts weiter abbauen, weil ich schon so wenig... Hier unten auf meiner Spitzhacke ist noch so wenig Power. Das heißt, ich will jetzt erstmal abwarten, bis die Holzkohle fertig ist, damit ich nicht so viel Spitzhacken-Power verbrauche. So, das kann da drinnen bleiben. Dann hauen wir das mal in... So, dann haben wir mal wieder 16 Fackeln. Das reicht erstmal. Ja, die Stöcke nehmen wir noch mit. Wunderbar. Gut. Müssen natürlich auch noch mal was essen. So, eine Kartoffel nehmen wir noch. Und dann geht's los hier. Und jetzt will ich ja Kohle sehen. Irgendwo kommt doch hier Kohle. Ich rieche das. So, das ist typisches Strip Mining. Genau, das dachte ich mir. Das ist super. Jetzt haben wir hier schon mal ein bisschen Eisen. Dann haben wir hier gleich mal wieder einen Vorrat. Also das Ziel ist sich natürlich erstmal eine Rüstung zu besorgen. Es nervt mich ungemein, hier ohne Rüstung rumzulaufen, weil wir dadurch natürlich ziemlich angreifbar sind und viel angreifbarer als mit Rüstung, als ohne Rüstung. So. So, dann hauen wir das hier mal kurz rein und dann warten wir mal, bis die fertig sind. Und bis dahin bin ich dann auch wieder da. Kleinen Moment mal.
Ich muss. So, sorry. Ich musste mal für kleine Andis. Tut mir leid, das passiert mal. Ja. Ist ein bisschen doof bei so einer Aufnahme, die halt am Stück läuft. Aber was soll's. Wir müssen jetzt hier durch. Jetzt müssen wir uns spätestens eine Eisenspitzhacke machen, weil den Redstone kann ich nicht mehr mit einer Steinspitzhacke machen. So, hier oben waren unsere. Oh, jetzt spielt sich's auch gleich viel entspannter. Hier oben waren unsere Eisenvorräte drin. Und jetzt kann das hier hinten weitergehen. Oh Mann. Die ganze Zeit unter so einem Druck gespielt. Ja, ich höre dich. Ich will überhaupt dich gar nicht sehen, du Zombie. Ja, ich denke es mir schon, dass hier oben vielleicht was drüber ist, ne? Hallo? Ja, das hört sich irgendwie so an. Oder was ist da oben? Ist da Lava? Kann ich mal gucken? Nein, ist keine Lava. Aber da. Jetzt wird es erst richtig spannend. Haben wir unseren Eimer Wasser gefüllt? Natürlich not. Okay. Wir gucken mal. Gut, hier geht's weiter. Ich benutze jetzt einfach mal die Steinspitzhacke, um die Steine abzubauen. Ganz easy peasy. Dauert zwar ein bisschen länger. Wir können aber, ja, wir können die halt auch verbrauchen dann. Muss die nicht einfach so sinnlos weggeworfen werden, sondern wir nutzen sie gleich. Ihr seht wahrscheinlich nichts mehr, deswegen setze ich mal eine Fackel. Ich sehe hier noch was, aber ich weiß nicht, wie es in der Aufnahme ist. Ja! Was ich in der letzten Folge eigentlich auch noch wissen würde, wie lange spielt ihr dann schon Minecraft? Also, ich spiele ja seit 2009 irgendwie, da habe ich da zum ersten Mal 2009 oder 2010. Ich weiß es nicht, ich glaube 2009 habe ich das erste Mal davon gehört. Oder hatte ich da auch schon diese Vorabversion? Ich glaube, ich hatte schon die Vorabversion. Also, für mich kommt's. Also für mich ist es so, als wenn ich das Ewigkeiten spiele, aber ich glaube, es war 2009. Vielleicht auch 2010. Aber auf keinen Fall später. Ich glaube eher 2009. Und ich würde jetzt gern wissen von euch, wie lange spielt ihr denn schon Minecraft? Weil diese offizielle 1.0-Version, die kam ja 2011 raus. Beziehungsweise wird das immer so angekündigt. Da würde ich gerne mal wissen, wie lange spielt ihr denn schon? Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder Steine wegbringen. So, das typische Strip Mining sieht total langweilig aus. Ist es auch manchmal, vor allen Dingen, wenn man keine Rohstoffe findet. Ich nehme das hier nochmal mit. Das bringt erstens EPs. Und zweitens haben wir dann ein paar Redstone-Staubdinger bei uns. So, haben wir jetzt mal den ganzen Bruchstein hier rein. Das kann hier auch rein. Die bleiben hier. Leider immer noch keine Kohle. Das müssen wir ändern. Was haben wir hier denn gehabt? Und warum ist das nicht zu? Nicht gut. Später. Später dazu mehr. Oh, hier oben. Zack und zack und zack und zack und zack und zack. Ja, super. Redstone ist wichtig und richtig. Und auf geht's. Freut ihr auch schon? Freut ihr auch schon? Freut ihr euch auch schon auf Far Cry Primeval? Ach, nicht Primeval. Jetzt sage ich das auch schon. Far Cry Primal. Freut ihr euch auch schon drauf? Ich mich nämlich sehr. Ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Also, das ist. Puh, gestern war so ein Schocker. Und heute will ich echt wissen, was da so los ist. Wie es da so weitergeht, wie wir da zu unserem Kumpel kommen, der da irgendwo in den Bergen scheinbar wohnt. Ja. Wäre schon cool. Jetzt kommt hier wieder Erde. Machen wir erstmal so ein kleines Fäckelchen. Und dann geht's vorwärts. Ja, Kohle, na also. Alter Kohlinator, Das bauen wir direkt mal mit der Steinspitzhacke ab. Da müssen wir nicht unsere Eisenspitzhacke verwenden. Also ihr seht, ich verfolge auch das Prinzip, dass man die
die Spitzhacken, die man so zur Verfügung hat, auch für bestimmte Steinsorten nimmt. Also manchmal ist es auch unsinnig, halt zum Beispiel die Diamantspitzhacke für bestimmte Steinsorten zu nehmen. Finde ich. Soll es dann aber schnell gehen, kann man das ruhig mal machen. Vor allen Dingen, wenn die verzaubert ist mit Haltbarkeit und Schnelligkeit. Ich weiß gar nicht mehr, wie es war. Haltbarkeit und... Ach, keine Ahnung. Haltbarkeit auf jeden Fall. Wenn die mit Haltbarkeit verzaubert ist, ist alles super. Dann kannst du ja damit ewig abbauen. Mit einer Diamantspitzhacke kannst du eh ewig abbauen. Wenn die aber nicht verzaubert ist, dann wird es halt relativ schwierig, weil dann verballerst du halt deine ganzen Rohstoffe. Das muss ja nicht sein. Bestimmte Rohstoffe sind relativ selten und die muss man sich nicht so rausschmeißen. Es wäre cool, wenn man die dann auch verwertet. Und deswegen verfolge ich das Prinzip, dass ich auch zum Beispiel für Steine eine Steinspitzhacke nehme, für normale Steine, um die dann so abzubauen. Also finde ich jetzt persönlich viel besser. Muss jeder für sich entscheiden, aber ich finde es so besser. Gut, solange wir das hier haben. Ja, du kommst auch noch mit. So. Und schon wieder Kohle. Sehr gut. Kohle ist immer gut. Kohle bringt uns richtig weiter. Machen wir doch direkt hier auch mal ein Fäckelchen hin. Es wird relativ schnell dunkel hier unten. Das Lichtlevel hier unten ist sehr gering. Ich glaube, das ist eins der geringsten Lichtlevel. Jo. Na, da haben wir doch schon mal einen kleinen Vorrat für unsere Öfen. Und da können wir ordentlich was durchbraten. Aha, guck mal, was da ist. Super, dann können wir auch gleich wieder noch ein bisschen Eisenerz mitnehmen. Sehr gut. Eins, zwei, drei, vier, acht Stück. Na, wenn das nichts ist. Gut. Hier ist noch ein bisschen Kohle. Kohle. Super. Hier, die nehmen wir auch gleich noch mit. Bisschen Redstone. Also Redstone nehme ich gerne auch mal, um EPs zu farmen. Also das heißt, EPs schnell zu bekommen. Weil die werfen immer einiges ab. Also die droppen einige Items. Und deswegen werfen die auch einige. Ich sag jetzt nicht, dass wir das wieder nicht haben. Gut. Die werfen dann noch einige EP-Punkte ab. Das finde ich mal ganz nett. Während das Kohle und Lapis Lazuli, glaube ich, weniger machen. Okay. So, dann haben wir hier 4 Eisenerz. 8. Gut, dann haben wir das hier auch noch rein. Ich würde sagen, wir haben jetzt 41 Kohle, dann können wir das nämlich auch rausnehmen, lassen das hier und nehmen Erde, lassen wir oben, weil wir ja oben terraformen und nehmen jetzt was mit. Wir lassen die Steine auf jeden Fall hier. Weiße Wolle packen wir auch mal oben rein. Kies lassen wir hier. Wir haben ja fast mehr Erde als alles andere. Soll so sein. Dann nehmen wir nochmal 64 Steine mit. Nochmal 64. Ja, wir haben zwei Öfen oben, genau. Okay. Und warten, bis das hier fertig ist. Ja, ich weiß, heute nicht so eine spannende Folge. Ich versuche das irgendwie so ein bisschen zu koordinieren, dass wir so einen gewissen Ausgleich zwischen Bauen und Abbauen haben. So, bist du fertig? Eins noch. Super. Gib mir Eisen! Ja. Gut. Auf geht's nach oben. Ich weiß, da ist es gerade Nacht. Wir werden uns aber direkt nach links wenden und sofort in unser Bett stürzen, wenn da nicht irgendwelche
Zombies sind. Also jetzt wird es ein bisschen gefährlich vielleicht. Ich höre Spinnen. Hallo Spinne. Hallo Spinne. Oha. Ich muss hier weg. Da sind Creeper, ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich muss hier ganz schnell weg. Und zwar super schnell. Nee. 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 Nein. Ich hatte so viel vor. Ich habe nicht gedacht, dass da so viele. Bitte nicht. Ich hab das nicht gewollt. Oh Mann, wir waren schon so weit. Ist doch kacke jetzt, Mann. Ist doch voll scheiße. Wir fangen neu an. Hat doch sowieso alles nicht geklappt von Anfang an. War doch alles von Anfang an kacke. Rip, rip. Brauchst du gar nicht so rip, rip machen. Das meine ich. Einmal unkonzentriert und schon ist alles weg. Nee, Freunde, wir machen das Let's Play weiter. Ist mir vollkommen egal. Die Welt ist zwar weg, dann fangen wir halt einfach eine neue an. Also das ist jetzt so... dass es jetzt so kurzfristig beendet wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, das ist richtig ärgerlich, ey. Richtig dolle ärgerlich. Ich dachte, ich könnte euch jetzt von meinen Minecraft-Skills überzeugen, aber das war ja dann wohl nichts. Wir können uns ja nochmal in die Welt stürzen, die Welt ein bisschen beobachten. Ja, da bin ich gestorben, ne? Das war übrigens... Aha, das war übrigens unser Hühnerhaus. Wir schauen nochmal zu dem Unterwassermonument. Kommt, Freunde, das tun wir uns jetzt noch an. Ja, hier eine Hexe. Alter, was ist denn hier los, ey? Ach, schade, wirklich richtig schade, ey. Das war so eine coole Gegend. Verkackt. Ich kann es nicht anders sagen. Verkackt. Wirklich. Richtig dolle verkackt. Aber was soll's. Ich lerne ja einfach nur draus. Ich lerne jetzt einfach draus, richtig vorsichtig zu sein. Ja, ist gut. Wo auch immer das hier lang geht. So sieht ein Unterwasser-Monument aus. So. Und nicht anders. Wo auch immer, hier scheinen gar keine Wächter zu sein. Naja, war eine schöne Welt. Es war eine schöne Welt. Oh Mann, ich habe echt versucht wegzugehen. Erst versucht man noch zu kämpfen und dann... Oh Mann, es tut mir leid. Es ist wirklich scheiße gelaufen. Naja, hätte ich mal nur so 2 Minuten gewartet... Wäre die ganze Sache erledigt gewesen. Aber nein, der Andreas, der musste ja mal wieder alles geben. Der musste ja mal wieder übertreiben. Und deswegen sitzt man jetzt in dem Schlamassel. Ja, die Hühner, die sind jetzt, ja, na klar, hier. Ach. Was ist jetzt los? Hallo? Was ist jetzt los? Jetzt kann ich nichts mehr machen. Geil. So, ja, vielen Dank bis hier fürs Zugucken. Minecraft Hardcore Mode, erste Season vorbei. Ich versuche auf jeden Fall in der nächsten Season viel, viel besser zu arbeiten. Und auch wenn wir dann wieder zu früh sterben, ist mir vollkommen Wurst. Wir fangen jetzt immer wieder neu an. Ich habe jetzt den Drang, das endlich mal ewig lange durchzuziehen. Und ich will nicht in den ersten 5 Folgen sterben. Okay, vielen Dank trotzdem bis hierher fürs Zugucken. Ich versuche mich zu bessern, ne? Meine Skills ein bisschen aufzufrischen. Beim nächsten Mal bleibe ich gleich in der Höhle unten und farme weiter irgendwas, was auch immer. Aber nicht an die Oberfläche gehen, wenn halt noch Nacht ist und denkt, man ist der Superheld. Ne? Also, Freunde, behaltet den Kopf, nicht übertreiben, immer schön am Boden bleiben oder im Boden bleiben. Ich verabschiede mich und tschüss, Freunde.